Party Break mit Fun for Young. Partyferien in Lloret-de-Mar und Mallorca mit Martyreisen und stewcard.ch. Die Vorteilskarte für junge Leute und Studierende. Du schaust den Party Break auf Star TV, hallo und herzlich willkommen. Es ist schon fast ein Skandal. Nach über 5 Jahren Party Break sind wir zum ersten Mal im legendären P1 Club in Dübendorf. Heute bei uns im Party Break die grosse City Lights Party im P1. Und wir haben im Interview den DJ Sam. Das sind wir heute im Party Break. Ja, es lohnt sich wirklich. Mit dieser geilen Stimmung, die man hier erleben kann, richtig geil Party zu feiern. Es gibt schöne Drinks, es ist edel. Sehr nahe von der Stadt, man ist schnell da in Dubai, aber gleich familiär, eine coole Stimmung. Und genau die gibt es auch heute Abend an dieser Stelle. P1 Club in Dübendorf und zu Recht im Party Break. Mal im Party Breaks, letztes Mal glaube ich irgendwie vor 4 Jahren. DJ Sam ist ja meistens ein bisschen freaky drauf. Guten Abend, DJ Sam! Ja, hallo, Dance. Danke. Schön. Eigentlich direkt vom Snow and Dance jetzt hier nach Dübendorf ins P1 gekommen, oder? Ja, sozusagen. Also mit 3 Monaten Unterschied. Wir müssen sagen, aber du hast einen strengen Winter gehabt, oder? Ja, es war gut gewesen, ja. Gut, ja. Viele Events und Snow and Dance natürlich. Und einiges Hobbs, ja. Ich bin jetzt immer noch streng. Ich sage, dein Erfolgslabel, das du jeden Winter machst, oder? In St. Moritz? Ja, das ist Snow and Dance ist eigentlich so. Eigentlich, ja, einer meiner Lieblingsevents. Und ist auch super, hat immer mega Leute dabei und so. Und ja. Was bei dir geil ist, oder? Ich meine, eben, wenn man jetzt so sieht, oder? Eigentlich total Winter ist. Aber kann man nicht sagen bei dir, weil du bist ja auch im Sommer extrem unterwegs. Du bist in Ibiza, du bist in Barcelona. Ist ja unglaublich. Ja, schon, ja. Ich brauche das ein bisschen, so der Gegensatz. Das kalte St. Moritz und dann wieder das Ibiza mit dieser Temperaturen. Das ist ja das, was den Job ja so interessant macht. Du bist im Pascha, Ibiza. Ist ja, ich meine, eigentlich der Club, wo sehr viele DJs reinkommen wollen. Du bist dort selbstverständlich inzwischen, oder? Was hast du vor allem für ein Gefühl, oder? Ist ja nicht so selbstverständlich eigentlich. Ja, also ich habe gute Leute kennengelernt, oder? Wo ich zusammen arbeite. Und die haben mich gebucht, oder? Die haben mich angefragt. Und dann, sie sind auch schon mit einem Label hier in die Schweiz gekommen. Und jetzt heute Abend im P1 Dübendorf, bist jetzt das zweite Mal, oder, heute Abend da. Was kommen da so für Gefühle auf? Ich meine, wir sind doch ein bisschen außerhalb von der Städter. Genau. Der grossen Städter. Ja, also eben, das ist jetzt mein zweites Mal, wo ich heute da bin. Und ich kenne halt die Jungs mega lang und der Jens, DJ Nicolas. Und ja, es hat sich ergeben. Und ich, P1 ist ja eine Legende schon, ist ja ein legendärer Club. Gibt's ja irgendwie, so lange gibt es noch keinen Club da. Gibt es den DJ Sam noch nicht, oder? Wie es P1? Genau, da war ich noch ein kleiner Bub, wo das aufgegangen ist. Aber ich habe jetzt eingelaufen vorher und ich muss sagen, es hat eigentlich recht schöne Leute und erstaunlich schöne Leute.
und auch super Katzen. Und das gehört zu einem Club und das hat es da genauso wie in Zürich auch. Und der nächste Termin ist Coiffeur, oder? Hey, ich habe mega lange Haare bekommen. Ich will dringend zum Coiffeur. Legendär, seit über 30 Jahren gibt es den P1 Club in Dübendorf und natürlich ist auch er einer der Gründe. Guten Abend, Chris! Guten Abend miteinander. Ja, aber nicht so brav. Ja, nein, ich muss ja eigentlich. Ja, mal, jetzt muss ich brav sein. Früher musste ich böse sein, stimmt. Ah, okay, das ist auch hier, wo du noch ein anderes Käppchen angekommen hast, oder? Aber das ist ein anderes. Stimmt, ich glaube, so kennen die mich. Mit dem anderen Käppchen im Moment schnell, genau. Also, er tut sich jetzt nicht nackt ausziehen. Genau. Ich glaube, so kennen wir alle. So bist du der Böse, oder? Nein, ich bin immer schon der Liebste. Immer schon. Immer schon. Ja. Guter Bulle, böser Bulle, oder? Das ist immer gut. Ich glaube, wenn du dich schnell umdrehst und. Schau, nimm mal hin. Genau. Nein, er ist natürlich ein Lieber. Bei uns sind eigentlich alle lieb, oder? Ja, kann man schon so sagen, oder? Absolut. Aber ich meine, die sind legendär, seit 30 Jahren gibt es euch. Das ist eigentlich so ein einer der ältesten Clubs im Kanton Zürich, kann man schon so sagen, oder? Das ist der älteste, ja, mit 30 Jahren. Unglaublich. Ein super Club. Ich kann es nur immer wieder sagen. Kommt uns besuchen. Also jeden letzten Freitag vom Monat. Genau, von Moni. Moni. Ja, ich habe schon gedacht, das ganze Geld, das reinkommt. Nein, ist ein Witz, natürlich. Die beste Lounge Party bei uns. Kommt vorbei, es hat immer etwa 800 Leute. Und, ja, wäre schön, wenn ihr auch mal nochmal würdet. Ja, also ich habe mir eben von ein paar Leuten schon gesagt, die Italo-Party, und da haben sicher die gemeint, oder? Das ist, dort ist immer recht viel los. Und sehr viele schöne Leute. Ich sage nur Bombe. Bombe? Bombe. Ja. Du bist ja auch ein waschechter Italiener, oder? So halb, ich bin Tessiner, so ein Gott. So ein Gotthard-Schink. Gotthard-Schink? Ja, genau. Ja. Was ist denn so speziell gerade an dieser Party? Oder der Unterschied jetzt zu heute, oder? Von den Leuten her, wir haben ein ganz anderes Publikum, würde ich sagen, zu heute. Ja, wir haben heute ein bisschen. 18, oder? Genau, ab 18. Also, ab 18 dürfen wir rein. Natürlich läuft auch der Schwerpunkt ist auf Italo-Musik. Tatsächlich, ja. Ja, da läuft auch ein. A noi che siamo gente di pianura. Genau. Italo Sound, also alle Italiener, nicht vergessen, der letzte Freitag vom Monat. Und ja, was aber willst du sonst noch wissen? Es hat nicht nur mit Italiener da, oder? Also, nein, natürlich nicht. Eben, kann man, also wird man nicht gefragt, hey, du hast keine Italo-Post, kannst du gehen, oder? Das gibt's nicht, oder? Aber weißt du, das ist ein anderes Problem. Damen und Herren, das war die geile City Lights Party im P1 Club in Dübendorf. Eine lohnenswerte Sache, zum selber einmal hier hinkommen. Die einen Partys sind ab 21, die anderen ab 18. Welche jetzt für welches Alter ist, findet ihr raus. Website abchecken, da gibt es das ganze Programm vom P1 Club. Und selber mal hier nach Dübi Zürich kommen. Eine lohnenswerte Sache auf jeden Fall. Und Achtung, ich muss noch schnell einen Übergang machen.
Oh, das war jetzt ein schlechter Übergang. Oder ist das eine Mix-CD? Das ist ein anderes Thema, wenn wir jetzt nicht vor. Nein, lassen wir das. Was auf jeden Fall ein gutes Thema ist, ist, wenn ihr so eine Steuerkarte habt, deine Vorteilskarte von der Kantonalbanken in der Schweiz, wo ihr sehr, sehr, sehr viel Prozent sparen könnt auf jenste Produkte. Unter anderem auch, wenn ihr sagt, hey, ich sollte schon lange wieder mal ein geiles Outfit haben für den Ausgang, zum Beispiel ein sexy anlegen oder auch für unter der Woche. Also ich kann jetzt nicht. Das, was wir nachher davon reden. Ich habe Clockhaus. Sehen wir da. Ist auch sehr geil. Also mit Wolf. Also weiter unten zeigen wir jetzt nicht. Ist etwas anderes weiter unten. Also hat das Platz. Wir sind zwar 16, so ein anderes Thema. Auf jeden Fall ein cooles Outfit habe ich auf jeden Fall an. Aber es geht nicht um mein Outfit. Es geht um, wenn ihr so ein Steuerkarte habt, könnt ihr unter anderem 10% sparen auf jede Filiale von der Metro Boutique in der Schweiz. Das heisst, egal ob das Kleider ist für den Ausgang, für unter der Woche, sexy Outfits vielleicht, so ein bisschen Hösli und so. Also wir können dann nicht mit umziehen. Also ich zumindest nicht. Vielleicht unser Dani. Dani, du? Dani auch nicht. Okay, also das müssen wir selber machen. Auf jeden Fall können 10% sparen auf das ganze Sortiment von der Metro-Boutique in der Schweiz, wenn ihr so ein Steuercard habt. Alle Infos und weitere Vorteile gibt es im Netz unter steuercard.ch. Ich mache noch ein bisschen Musik heute. Unglaublich. Also zumindest so lange, bis die Sendung noch geht. Also genau etwa ein paar Sekunden. Wir sehen uns nächste Woche wieder im Partybreak. Bis dann, eine gute Zeit. Viel Spaß auf Start mit Rechtshocking. Bis nächste Woche im Partybreak. Tschüss. Oh. Ah, oh, das ist jetzt aber schön. Ja, das ist schön, ja. Party Break mit Fun for Young. Partyferien in Lloret de Mar und Mallorca mit Martyreisen und steucard.ch. Die Vorteilskarte für junge Leute und Studierende.